Hallo Welt, da sind wir wieder an unserem Versteck nahe Winterstern, Dämmerstern. Dämmerstern, wir gehen nach Dämmerstern und reden dort mal mit den Leuten. Ja? Ganz schön viel Betrieb hier. In Dämmerstern gibt es vielleicht noch die ein oder andere Aufgabe, oder wir können mal mit dem Jarl sprechen. Oh, da geht die Sammelei ja wieder los. Mir geht es auch so. Ich glaube nicht, dass die Khajiit für die Gelte gemacht sind. Und weil wir Linksgeher sind, gehen wir links. Können wir euch helfen? Wartet! Wenn ich das so sagen darf, Leihgeld. Ihr arbeitet zu viel. Geht nach Hause. Ich? Niemals. Nicht bevor die Lage in der Mine verändert, wir Bethild aus dem Geschäft gedrängt und sie dazu gezwungen haben, sich bei mir für alles zu entschuldigen, was sie getan hat. Was ist das denn für ein Problem zwischen euch und eurer Frau? Womit begann das alles? Darüber möchte ich nicht reden. Wollt ihr darüber nicht reden oder wisst ihr es nicht? Darüber möchte ich nicht reden. Was ist hier los, Lond? Ich schürfe. Arbeite in der Schmelzhütte. Wesentlich mehr gibt es nicht zu sagen. Aha, und du machst das Fass kaputt. Die Quecksilbermine ist die beste in Dämmerstern. Das könnt ihr auch diesen Eisenbrecherarbeitern erzählen. Und wer herrscht über Dämmerstern? Skalt der Ältere. Er ist Herrscher von Dämmerstern, seit er ein Junge war, und von seiner Einstellung her ist er immer noch dieses Balg. Bei der ersten Gelegenheit hat er sich gegen das Kaiserreich gewendet. Jetzt sind wir alle Teil seiner Rebellion. Ich suche nach Arbeit. Wenn ihr nichts gegen das Graben habt, mir gehört die Quecksilbermine. Das ist auf jeden Fall besser, als in dieser verdammten Eisenbrechermine mit den ganzen Milchtrinkern zu arbeiten. Dürfen wir? Also gut. Dürfen wir gar nicht. Haben wir schon. Ich guck mal in euer Haus rein, ja? Oh, Frokis Haus. Oh nein, 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 nein. Da hassen sie uns gleich alle. Endlich haben diese verdammten Albträume aufgehört. Na. Ihr wisst nicht zufällig, wie das passiert ist, oder? Na klar, endlich hat's mal jemand gemerkt. Hallo, Captain. Wir reden erstmal mit Gudrum. Ich habe vor, die Tage, die mir noch verbleiben, auf dem Wasser zu verbringen. Dort gehöre ich hin. Ja. Und Wegfinder? Jeder denkt, ich wäre zu jung, um Schiffskapitän zu sein. Aber ich werde ihnen zeigen, dass sie sich irren. Ja, aber seid ihr auch der Schiffskapitän? Durch Vererbung, wie meine Männer gern sagen. Ich kann sie nicht verübeln. Meine Mutter hat die Meeresböe mit ebenso eiserner Hand geführt wie ihren Haushalt. Ich habe versucht, neue Geschäfte aufzutun, den Respekt der Seeleute zu gewinnen, aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar fein gemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfeste. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann. Was ist denn mit den Salzen geschehen? Seeleute, was sonst? Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Wir euch nicht gebrauchen. Also gut? Wir haben einen Auftrag angenommen. Ich glaube nicht an das Gerede, dass ein Schiffskapitän streng und unerbittlich sein muss. Ich will, dass meine Mannschaft ihre Arbeit gern tut. Ich halte mich aus dem Staub. Hey! Wer hat das da reingesteckt? Oh, wie sieht denn das aus? Hey! Was soll denn das? Ich hab euch doch nichts getan! Oh, mein Kopf! Tut so weh! Hey, lasst das! Und? Gefällt euch das? Nein, überhaupt nicht! Zieh das wieder raus, aber schön langsam! Warum sind die alle so aggressiv? Was haben wir? Wir hätten mit dem Captain nicht sprechen dürfen, oder? Hm.
Aber wir sollten doch nur Vorräte zurückholen. Und die Albträume haben aufgehört. Ach, hört mir doch alle auf. Wert F5 gedrückt? Was für eine Frage! Oh. Ganz schön Betrieb hier. Ach, vielleicht weil wir am Schloss rumgewackelt haben. Das wird sein, denke ich mal. Diesmal machen wir es anders. Niemals. Nicht bevor die Lage in der Mine verändert, wir Bethild aus dem Geschäft gedrängt. Ich habe vor, die Tage, die mir noch verbleiben, auf dem Wasser zu verbringen. Dort gehöre ich hin. Ich nehme nicht gerne Befehle von einem Jungen entgegen, aber ich brauche das Gold. Verstehe. Ich glaube nicht. Durch Vererbung. Ich habe zum Beispiel unser letzter Handel. Seeleute, was sonst? Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Ja. Ich habe das Schiff geerbt, als meine Mutter starb. Sie hat ihr ganzes Leben auf dem Wasser verbracht und das tue ich jetzt auch. Diesmal hat's geklappt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon so lange Matrose. Ich könnte mit verbundenen Augen auf diesen Flüssen und Meeren navigieren. Mhm. Das könnte man ja mal ausprobieren, ob der das wirklich schafft. So, dann haben wir mit dir geredet. Wenn es ums Kalte... Bei der ersten Gelegenheit hat er sich gegen... Wenn ihr nichts gegen das Graben... Skald der Ältere. Bei der ersten Gelegenheit hat er sich gegen das Kaiserreich gewendet. Jetzt sind wir alle Teil seiner Rebellion. Schon klar, schon klar. Hier gab es doch ein Museum und das... Ach, da drüben wahrscheinlich. Das wollte ich besuchen. Ach so, ja, wenn wir schon mal hier sind. Guten Tag. Im Mörser und Stößel findet ihr Heilmittel für jede Krankheit, von der Ataxie bis zum Sinnesfluch. Einen Zaubertrank der Ausdauer vielleicht, sehr beliebt bei jungen Männern. Und seid ihr schon lange in Dämmerstern? Ich bin die älteste Frau in Dämmerstern. War schon hier, als Skald der Ältere noch Skald der Jüngere hieß. Er ist ein Dummkopf, falls ihr ihn noch nicht kennt. Hält Ulfric Sturmmantel für unbesiegbar und glaubt, er furzt Drachenfeuer. Die Leute hier gehen zu Brina Merilis, wenn etwas geregelt werden muss. Sie ist ein Heißsporn auf dem Weg nach oben. Als sie der Armee beitrat, hat mich das nicht überrascht. Hm. Eine Schildmaid. Ich möchte in euer Geschäft investieren. Was sagt ihr jetzt? Wie gütig. In meinem Alter weiß man, wie man sein Geld klug investiert. Mal sehen, was ihr damit anfangen könnt. Hier sind erstmal 500 Goldstücke. Mehr Geld bedeutet mehr Waren. Und das bedeutet mehr nützlichen Balsam, Zaubertränke und Heilmittel für alle. Okay, was habt ihr denn so zu verkaufen? Hauptsache erstmal Geld weg. Werft einen Blick darauf. Ja, sie hat natürlich hier die ganzen Zutaten und so, oder? Auch andere gute Sachen. Oh, schöner Ring. Der glitzert richtig. Ja, da haben wir gut investiert. Ja, und sie hat 1512 Gold, Septime jetzt. Okay, auf die ganzen Essenzen und so kommen wir noch. Hm, lecker Kartoffeln. Ach, ich erinnere mich, wir haben immer alles gekauft, was die hier an Zutaten hatten. Das Salz nehmen wir mal mit. Und das Salz der Leere ist, glaube ich, auch selten. Aber im Moment wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gar keine Alchemie im Moment machen, oder? Gesundheitssenken und Verzauberungsformel, Talisman des verstärkten Zweihandkampfes.
Das kennen wir wohl, lähmen. Ja, das ist schon sehr nützlich gewesen. Mörser und Stößel haben wir. Ja gut, können wir denn etwas verkaufen hier von unseren teuren, teuren Tränken? Mal sehen. Verlangsamen brauchen wir selber. Ah, Magica Regeneration senken. Das ist eigentlich ganz gut, aber wir brauchen, glaube ich, die Septime zurück, die wir gerade hier investiert haben. Oh, sie hat nicht mehr genug Gold schon. 535 nur. Verlangsamen brauchen wir selber. Unsichtbarkeit brauchen wir selber. Stärke können wir immer gebrauchen. Oh, verlängerte Unsichtbarkeit. Oh, Heilung der ewigen Ausdauer. Ich glaube, das könnte weg. Ja, aber das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Redekunst brauchen wir selber. Blitzresistenz, ja, die können alle weg. Feuerresistenz. Kräftige Ausdauer. Krankheitsheilung, das brauchen wir selbst. Gesundheit wiederherstellen brauchen wir bestimmt auch selbst. Trollblut hätten wir hier noch. Das wiegt doch richtig was, ja, tatsächlich. Ah, Zaubertrank der Magica. Und das war's. Ja. Damit bin ich zufrieden. Wir sind doch etwas leichter jetzt wieder. Lasst mich wissen, wenn euch das Rüttelfieber packt. Warum? Ich will das gar nicht. Ich hoffe, eure Eltern sind stolz auf euch. Sie haben allen Grund dazu. Tschüss. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich hatte sie einen Namen, ich habe mir den gar nicht gemerkt. Oh, hier gehen wir lieber nicht rein. Eure Vorfahren würden das nicht wollen, Silus. Warum sollte ich mich verstecken? Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Das ist Vergangenheit. Tote Schwüre auf toten Lippen. Lasst es dabei bewenden. Das Museum wird eröffnet, Madena. Hey. Ich bin hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu helfen. Cool. Ich bitte euch, besucht nicht Silus Museum. Wer ist Silus? Was ist das für ein Museum? Silus stammt aus einer der ältesten Familien in Dämmerstern, die eine komplizierte Vergangenheit aufzuweisen hat. Mehrere seiner Vorfahren gehörten zur mystischen Morgenröte, dem Kult, der fast Tamriel zerstörte. Die Beteiligung seiner Familie kam erst weit nach der Krise ans Tageslicht. Aber ihr Ruf war zerstört. Sie wurden zu Ausgestoßenen. Jetzt ist Silus zurück. Und mit diesem Museum der mystischen Morgenröte versucht er, die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Das ist falsch. Die mythische Morgenröte. Wer ist das? Wie ich sehe, seid ihr nicht in Geschichte bewandert. Aber das ist auch gut so. Diese Gruppe sollte man vergessen. Sie zerstörten fast die Welt und wurden aufgehalten. Vor langer Zeit. Mehr müsst ihr nicht wissen. Mhm. Ja gut, dann gucken wir uns das Museum mal an. Dieses Museum ist ein Fehler. Ich bin total neugierig jetzt. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Das Museum der mythischen Morgenröte? Worum ging es in dem Streit? Das ist egal. Madena ist eine gute Frau, aber ich habe meine Gründe, dieses Museum zu eröffnen. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich habe eine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Kaiserreich gestürzt hat. Ihre geschichtliche Bedeutung darf nicht in Vergessenheit geraten. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Klingt gut. Reden wir drinnen weiter. Bruchstücke der Vergangenheit. So. Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte ihre Pläne schmiedeten. Die größten Erfolge des Kultes
waren die Ermordung der Septim-Dynastie und das Öffnen der Oblivion-Tore. Oh, die Oblivion-Tore, ich erinnere mich. Das war eine üble Sache, glaube ich. Ich habe keine gute Erinnerung daran. Das war der Vorgängerteil, meine ich, wenigstens. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Und bitte, was ist dieser Kult der mythischen Morgenröte nochmal? Sie haben Merunes Dagon angebetet, der dädrische Fürst der Zerstörung und der Veränderung. Die mythische Morgenröte hat Uriel Septim den Siebten und seine Erben getötet. Das war der Auslöser der Ereignisse, die zur Oblivion-Krise führten, als die Daedra in Tamriel einfielen. Alles, was von diesem berüchtigten Kult übrig geblieben ist, habe ich in meinem Museum zusammengetragen. Wer ist Merunes Dagon? Ah, eine ausgezeichnete Frage. Merunes Dagon ist der daedrische Fürst des Wandels, der Zerstörung und der Ambition. Dagons Kult der mythischen Morgenröte hat die Septim-Dynastie getötet und die Oblivion-Tore nach Tamriel geöffnet. Dies bezeichnete man als Oblivion-Krise. Weshalb habt ihr dieses Museum gegründet? Es ist kein Geheimnis, dass meine Familie einst zur mythischen Morgenröte gehörte. Einer meiner Vorfahren wurde sogar auserwählt, Uriel Septim selbst zu töten. Lange Jahre verleugneten wir unsere Vergangenheit, wurden Händler, kamen zu Geld und gewannen an Einfluss. Doch ich erkannte, dass ich die geschichtliche Bedeutung der mythischen Morgenröte, unsere Bedeutung, nicht bestreiten lässt. Jeder in Tamriel soll sich einen Moment lang daran erinnern. Das Schicksal dieser Welt lag in unseren Händen, im Guten wie im Schlechten. Okay, dann lasst uns über diese Sache reden, die ihr erledigt haben wollt. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Was für ein Zufall, oder? Also wollt ihr, dass ich die Fragmente beschaffe? Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Aha. Ah ja. Ah, okay. Dann möchte ich aber erstmal mehr über diese Klinge erfahren. Die Klinge ist Merunes Dagons persönliches Artefakt. Schon immer hat sie blutige Veränderungen und Massaker angekündigt. Sie hatte bereits viele Namen. Dolch der tödlichen Wunde, Geißel der Gerechten, Königstöter. Die mythische Morgenröte hat Dagon als Gott angebetet. Diese Klinge wäre für meine Sammlung von unschätzbarem Wert. Will er sie wirklich nur sammeln oder will er irgendwas anderes damit anfangen? Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Ja, bin ich der Einzige, der danach sucht? Diese Roben wurden während der Geheimtreffen der mythischen Morgenröte getragen, bei denen die Mitglieder der Organisation planten, den Daedra Merunes Dagon nach Tamriel zu bringen. Jeder Stoffballen zur Herstellung der Roben wurde mit einer Farbe aus Opferblut gefärbt. I. Dafür sind sie aber ziemlich rot noch. Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Xaxis übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagon selbst geschriebenen, blasphemischen Buch. Manka Camoran benutzte das Buch angeblich, um ein Portal zu einem Paradies zu öffnen, in dem seine Anhänger ewig leben würden. Ewiges Leben. Ja, cool. Und das hier?
Die Kommentare zum Mysterium Xarxes wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Kamoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunes Dagons Seite erwarten würde. Da ist aber noch was. Ah ja, die Schwertscheide. Seht ihr die Insignien? Ein Oblivion-Tor, ein wichtiges Symbol von Merunes Dagon, dem Daedra der mythischen Morgenröte. Tatsächlich? Darf ich das mitnehmen? Wie sieht es aus? Habt ihr eines der Klingenteile? Nein. Wenn ihr mich sucht, ich kümmere mich um das Museum. Und wem hat das Bett hier gehört? Ein Bett. Und das... Okay, das war's. Ist die auch mythisch, die Karotte? Na, wir sind schon weg. In der nächsten Folge gucken wir, ob wir mit dem Jarl hier sprechen können und was sonst noch so passiert. Hier, in Dämmerstern. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir gar nicht weniger Aufgaben bekommen, sondern dass immer... Die Eisenbrechermine ist dreimal so viel wert wie die Quecksilbermine und ihr dummer Besitzer. Aha, sondern dass immer mehr neue Aufgaben hinzukommen, habe ich den Eindruck. Meine Bergmänner sind so dumm, wie Steine grau sind. Ja, was macht denn ihr dann hier in Dämmerstern? Mir gehört die Eisenbrechermine. Wir machen doppelt so viel Geld wie diese Horker in der Quecksilbermine. Egal, was irgendwer behauptet. Wenn ihr nach Arbeit sucht, ich zahle gut für Eisenerz, das ihr schürfen könnt. Und wer hat hier das Sagen? Jarl Skald der Ältere. Er ist in der Weißen Halle und redet wahrscheinlich über Ulfric, als verkörpere er den zurückgekehrten Talos. Gut, wir frieren... Also gut. Wir frieren hier ein bisschen rum und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.